So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben beim letzten Mal Ramses Kitchen die Brezelpizza getestet. Jetzt weiß ich noch gar nicht, wie die schmeckt, weil eigentlich ist die Käse gerade noch im Ofen. Ich moderiere jetzt schon mal die Schinken an und ihr werdet dann beide nacheinander sehen. Das ist also hier die Brezelpizza von Wagner, ne? Mit Käse. Igitt Käse auf einem Brezelteig, das ist ja richtig räudig. Und dann gehen sie los und fressen Käsebrezeln. Mann, sind die bekloppt. I die Schokopizza von Dr. Oetker, I ist das räudig. Und dann essen sie Nutella-Brötchen, und dann essen sie Nutella-Toast und dann essen sie Nutella-Krebs und Reps und den ganzen Rotz. Aber Schokolade auf einem Teig, I ist das räudig. Wer sagt denn, dass das eine Salami-Pizza ist mit Nutella drauf? Niemand. Das ist einfach eine Nutella-Pizza, eine Schokopizza gewesen. Aber das war das Thema vom letzten Video. Jetzt ist dieses Thema da. Und zwar diese schöne Wagner-Brezel-Pizza. Das ist die zweite. Die erste war, wie gesagt, Käse. Das ist die mit Schinken, mit Ham. Hier steht wieder: Original Wagner Brezelpizza mit Brezelrand with Brezelrim. Wird im Ofen brezelbraun, turns brezelbraun ins Ofen, ne? Die spricht mich ja schon mal eher an. Ich bin ja einer, ich bin jetzt nicht so der normal, einfach nur Käsefreund. Das ist mir meistens zu wenig. Aber hier, da ist ja sicherlich bestimmt auch Käse mit drauf, oder? Käse, Schinken, ich sehe hier so Paprikastückchen. Da freue ich mich, die wollen wir jetzt auspacken. Den Akku muss ich auch gleich noch wechseln. Alles neu, alles neu. Stand für zwei noch was da im Angebot, in der Rewe-Kiste drin. Ab Donnerstag im Aldi, plötzlich liegt sie im Rewe, plötzlich im Angebot. Dann gehst du da hin und was siehst du? War gar kein Angebot, war trotzdem teuer. Jetzt packen wir die aus und ich muss schon sagen, die Käse im rohen Zustand sah halt wirklich gefühlt nach nichts aus. Die hier im rohen Zustand, die sieht schon nach was aus. Also deshalb mag ich Schinkenpizza, Brezel-Schinkenpizza. Guck mal, die großen fetten Schinkenstückchen hier auch so, das ist bestimmt so Mozzarella-Zeug, dann hier so Käse. Fäden und Paprika. Das sieht gut aus, das kommt jetzt auch in den Ofen. Dann melden wir uns zurück und gucken mal, wie die schmeckt. Ich gehe davon aus, dass die mir besser schmeckt wie die Käse. Aber die Käse habe ich noch nicht getestet. Aber wenn ihr das seht, habe ich sie schon getestet. Und wenn die gleich aus dem Ofen kommt, dann weiß ich, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. So, die zweite Pizza ist fertig. Also für euch heute im Video die erste, aber für mich eigentlich die zweite. Denn das ist ja alles an einem Tag aufgenommen, muss man ja so machen. Im Gefrierfach, Schrank, war nämlich gar kein Platz mehr. Deswegen einfach jetzt alles hier reingeschmissen. Das ist jetzt die Schinken. Da erwarte ich jetzt einiges. Und mittlerweile habe ich ja die Käse probiert und muss sagen, ich war positiv von der Käse überrascht. Für eine Käsepizza fand ich die sehr gut. Verschiedene Käsesorten, vor allem dieser Frischkäse, Doppelrahmstufe, der hat mir besonders gut gefallen. Das ist Schinken, das müsste doch jetzt noch wuchtiger sein, noch würziger, weil es da ja auch Käse mit drauf. Aber nicht nur das, ihr habt hier noch Paprika. Und die Paprika müsste ja auch hinten mit draufstehen. Da habe ich mir jetzt voll hier die Brezelkulisse aufgebaut, guckt euch das an. Das ist jetzt die Schinken-Ham. Und hier steht hinten drauf: Pizza mit Brezelrand belegt mit Kochschinken und Käse. Mehr steht da gar nicht, das heißt, das ist gar keine Paprika. Das habe ich mir gerade nur ausgedacht, das ist gerade gar nicht da. Das ist nichts. Denkt euch einfach, das ist weg. Oder denkt, das ist hier so Fruchtgummischnüre, die aus Versehen da drauf gefallen sind. Kann ich nicht nachvollziehen, wieso Leute immer sagen, ist doch alles super. Für Thumbnail halten wir das jetzt auch nochmal hier rein. Jetzt gucken wir am besten, dass es nicht runterfällt. Warte mal, so halb dahinter. Das ist das Thumbnail im Evangio-Style, der Hund. Ne? Legen wir es mal hier drüben ab. Und jetzt probieren wir das Ganze mal mit Wespenangriff mit Schinken und Käse. Und hier merke ich schon das erste. Gut, das ist Vorführeffekt. Hier, guck. Das meine ich. Die Käse hat einfach nur runtergehangen, schlapp und schlodrig. Dadurch, dass der Backofen jetzt schon vorgeheizt war und ich ja gebraucht habe, bis ich die Käse gegessen habe, war die jetzt also länger drin als die Käse. Dadurch ist der Rand natürlich
noch ein bisschen krosser, ein bisschen brauner, vielleicht ein bisschen brezeliger sogar. Leute würden sagen, die ist zu lang. Andere Leute sagen, die andere war zu kurz. Also, wie man es nimmt, ne? Das erste Stück ist aber so, wie wir es gestern hatten, von der Käse, dass hier nochmal alles runterhängt. Wir beißen auch direkt in den Rand. Ja, du merkst jetzt schon trotzdem, dass es knuspriger ist als gestern. Dadurch aber auch wieder schon wieder ein bisschen trockener wirkt. Das ist ja das, was ich gestern gemeint habe. Also von wegen, das ist nicht lang genug, das muss länger. Wenn das bei mir länger drin ist, dann ist mir das meistens schon wieder zu trocken. Jetzt gibt es Leute, die sagen, so ist perfekt, so muss der Brezelrand sein. Da sage ich, das ist mir schon wieder zu trocken. Ich mag es noch ein bisschen latschig und soft. Wir beißen jetzt aber mal hier vorne rein in den Schinken. Der Schinken hat sich nicht von der Pizza gezogen. Wir konnten den Schinken durchbeißen. Ansonsten bin ich gerade ein bisschen schockiert, da die Käsepizza irgendwie viel präsenter war, wuchtiger, mehr Geschmack hatte, mehr reingehauen hat als der Schinken. Ich habe jetzt mit einer vielleicht einer kleinen salzigen Explosion gerechnet. Schinken richtig genial, Schinken haut rein, alles andere dazu Tomatensauce, aber irgendwie die Käse war wuchtiger, war präsenter vom Geschmack her. Schinken ein bisschen unscheinbar. Da habe ich wieder viel erwartet, wenig gekriegt. Beim anderen habe ich nichts erwartet, dafür viel gekriegt. Wir haben noch hier Tomatensauce ran, da beißen wir nochmal rein. Auch die Tomatensauce, die da drunter ist, ist jetzt auch nicht kräftig und wuchtig. Die kenne ich auch anders. Also da auch enttäuscht, leider. Der Schinken enttäuscht, die Tomatensauce enttäuscht. Sogar die Fruchtgummischnüre enttäuschen. Also die Paprika, weiß ich nicht. Da habe ich gedacht, ich wollte eigentlich nur die nehmen. Weil das müsste reichen. Und jetzt merkst du wieder, das ist nix. Das ist nix. Nee, da lieber eine ganz normale Ja-Edel-Salami. Ist immer noch irgendwie eine meiner Lieblingspizzen. Da werde ich nie enttäuscht. Ist günstig, kriegst du viel davon, wirst du auch satt. Also das war ein Fehlkauf. Die Schinken, leider. Die Käse, wie gesagt, würde ich sogar nochmal kaufen, würde ich sogar nochmal essen. Da war ich echt positiv überrascht. Wir holen jetzt wieder unser schönes Habanero Tabasco raus. 4 von 5. Probieren mal, wie das jetzt damit schmeckt. Vielleicht kann man es damit noch ein bisschen aufpeppen. Aber ansonsten, ja, da kann ich verstehen, dass Leute sagen, Schinken, Käse, Brezel. Obwohl das ja eigentlich noch besser klingt. Also ja, das Tabasco wertet diese Schinken, Käse, Brezelpizza ein bisschen auf. Aber das ist es nicht. Beim Käse hätte man die sogar weglassen können. Bei der Käsepizza hätte das Tabasco gar nicht gebraucht. Das hat so gemundet. Das ist leider nichts. Das war's von meiner Seite aus. Ich bin leider enttäuscht. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr die Brezelpizzen schon getestet? Kennt ihr die? Die würde ich nicht empfehlen. Die andere würde ich empfehlen. Ihr könnt am besten trotzdem mal beide probieren. Vielleicht ist es bei euch genau andersrum. Ich hau mir jetzt nochmal hier schön Tabasco in die Tasche und würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.